So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Les Tours de France Saison 2012. Und jetzt sind wir hier, letzte Bergetappe. Ich habe es im letzten Part gesagt, die letzte Bergetappe. Und bevor der Part jetzt hier wieder so lang wird, fangen wir jetzt gleich einfach mal an. Also 174 Kilometer schon wieder. Wir zählen als Favorit. Ist natürlich cool. Ja, Kreuzinger zählt jetzt mittlerweile als Favorit statt Außenseiter. Liegt daran, hat er einen Platz vom Rodriguez eingenommen. Ihr habt's mitbekommen, höchstwahrscheinlich. Rodriguez musste aufgeben. Wir wissen nicht warum. Vielleicht hat er einen Sturzzucker mal gehabt und uns ist nicht aufgefallen oder so. Keinen Plan, was da los war. Eigentlich war er ja immer saustark. Oder er hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Rage quit sozusagen. Weil er keine Chance gehabt hat gegen uns. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass der Martin als Außenseiter zählt. Genauso wie der zu Belgier. Zu Belgier könnten wir zum Beispiel jetzt mit Wiggins tauschen. Da zu Belgier einfach stärker ist im Moment. Das gleiche gilt für Martin mit Kreuziger. Das ist halt auch so eine Sache, das muss man glaube ich nicht so verstehen, aber ja gut. TJ Van Gardenen und Pinot, die sind auch richtig gut dabei zurzeit, zählen ja als Jungprofis. Und das ist schon beachtlich, dass sie da mit uns mithalten können, mit dem Contador. Das sind Namen, die sind riesig. Achso, Entschuldigung. So, jetzt geht's hier auch gleich wieder los. Top-Positionierung für den Contador. Respekt, Leute. Aber hier, Sörensen. Das ist gut, das ist sehr gut. Christoph. Ah, da vorne ist statt ein bisschen die Favorites. Warum ich jetzt so krumm drin hänge, fragt ihr euch? Ich frag's mich auch. So. Mein, was greifen die jetzt hier schon wieder an? Das ist meiner Meinung nach viel zu früh. Ich wollte nämlich heute, habe ich mir gesagt, mal mit Sörensen mit in eine Ausreißergruppe gehen. Jetzt schauen wir lieber mal vorne, ob da jetzt noch mehr angegriffen wird. Okay, das sind jetzt Larsson, Demens, Kadri und okay, nichts Besonderes. Schauen wir lieber mal. Siyuzu, Heyman fahren vor. Okay. Dann geben wir mal ein bisschen Gummi. Okay, jetzt sind sie schon alle da, bis auf unseren guten alten Noval. Der fährt noch ein bisschen hier dahinter rum. Okay, Ausreißer sind schon wieder. Wow. Okay, wenn Noval nicht vorkommen will, kann ich ihm leider nicht helfen. Wer greift jetzt hier schon wieder an? Löfqvist ist da vorne, da stoßen wir dazu mit dem Sörensen. Kann sich darauf verlassen, dass er dann nicht so einfach gewinnen wird. Wenn er da vorne halt, wenn die ankommen sollten, ne, im Ziel. Die greifen ja da vorne an, das ist ja ein Zusammenhalt, dass eine Sau graust. Statt dass sie zusammenfahren. Das ist aber nicht der Löffquist, oder? Nee. Ja, fahr doch mal deinen Stiefel bitte kurz. Häng dich mal an die Position bitte von dem. Genau. Ups, was war da? Ach, da ist nur einer noch dazugekommen. Ich mal so schnell machen. Mal kurzzeitig Führungsarbeit ein bisschen erhöhen, dass wir an die größere Gruppe rankommen. Dann fällt es uns leichter und dann können wir uns dort wieder ausruhen. Das ist die Hauptsache. Jetzt müssen wir nur zurückschauen. Novalmäßig. Warum fahren die hier ganz hinten, ne? Ja, okay, sollen sie machen erstmal. Ist mir jetzt gerade, ist es mir egal. Komm, wir sind gleich dran, Leute.
Und du, Kollege, gehst jetzt zum Löffquist. Und du bleibst bei dem. Verstanden? Gut. Hernandez. Bis auf den Hernandez. Alle mal Führungsarbeit wieder machen. Gott im Himmel. Oh, ich bin vorgegangen aus Versehen, statt zurück. Ich möchte jetzt mal, dass ihr ein bisschen weiter vorne im Feld dabei seid. Gut, es ist eine verdammt enge Straße, das verstehe ich schon. Aber bitte bleibt halt einfach vorne. Menschenskinder. Also, es ist eine richtige Leggy-Etappe mit extremen Frame-Einbrüchen. Da entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Ihr seht es wahrscheinlich wieder in der Aufnahme nicht so artig, wie ich es hier sehe. Was natürlich gut ist. Ganz klar. Okay, 8 Minuten Vorsprung. Eigentlich müsste ja so sein, da wir einen vorne drin haben, müssen wir keine Führungsarbeit machen. Na, ja, da kommt wieder so ein höllischer Schlussanstieg. Ah, nee, okay, der ist nicht so arg wie der letzte. Der letzte war schon extrem krass. Ich brauche meine Leute hier voll auf, indem sie hier mittendrin rumfahren müssen und sich versuchen, nach vorne durchzukämpfen. Das ist gar nix. Jetzt zieht es mal ein wenig auseinander. Das ist gut. Sehr gute Sache. Sehr gute Sache. Und jetzt hat Paulinho ist durchgekommen schon mal. Ich lasse euch jetzt mal kurz wegen Führungsarbeit machen, ne? Bis sich das Feld wegen streckt. Weil dann fällt es uns, jetzt sehen wir es hier, jetzt kann man viel leichter durchfahren. Und dann kommt der Rest normalerweise von alleine vor. Weil es ja eben leichter geht, weil da nicht alles so gepfercht auf einem Haufen ist. Hallo? Contador ist jetzt schon mal da. Jetzt haben wir immerhin schon mal einen Großteil. Es fehlt nur noch. Aha, Ero ist hier schon. Okay, und da ist Hernandez. Wenn der jetzt auch noch vorkommt, dann wäre es gut. Aber ihr braucht jetzt keine Führungsarbeit mehr machen, ne? Sondern Hernandez, fahr mal, fahr links bitte. Ich weiß nicht, dass ein Patch rauskommt, aber warum tun sie die absolut überragende KI? Ach, der ist ja gar nicht. Der hat nur Wasser geholt. Diese überragende KI nicht anpassen. Irgendwie haben sie deswegen verpennt, muss man dazu sagen, leider. So, dann schauen wir mal, wie es da vorne so beim Sörensen läuft. Recht gut anscheinend. Und immer schön Löffquist-Höhe bleiben, gell? Die haben jetzt schon 11 Minuten Vorsprung. Aber jetzt kommen ja erstmal die Berge und dann wird sich das da vorne, wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Hoffe ich zumindest. Und da schön Sonnenblumenfeldlies. Passt. So, dann sollen wir hier mal durchsortieren, hat Max. Hat man gesagt. Dann Pires kann mal was zu trinken holen. Da zieht sich das Feld jetzt auch schön. Angreifen will keiner, der Rhythmus ist eher beschaulich. Die Fahrer wollen ihre Reserven wohl für später aufheben. Ja, ist immer gut. Okay, jetzt haben sie alle trinken. Sörensen hat nur eine Form von minus 3 eigentlich. Aber 16 Minuten, alte Scheiße, Mann, das ist wieder so viel. So viel. Mann. Noval, hast du gerade Probleme da hinten oder vorzukommen? Noval. Hallo, stopp. Sowas fangen wir hier gar nicht an, gell? 17 Minuten. Müssen wir doch, jetzt muss ich doch mal vorgucken. Oh, die sind schon bei 100 Kilometer, die haben 13 Kilometer grob Vorsprung. Boah, ey, das dauert ja ewig. Okay, jetzt gehen wir von vorne nach hinten durch mit Gesamt. 2 Stunden, 1 Stunde, 1 Stunde, 1 Stunde. 39 Minuten, ne? 2 Stunden, 1 Stunde, 1 Stunde, 1 Stunde, 1 Stunde, 1 Stunde. Hör weiter. 1 Stunde, 2 Stunden, 1 Stunde, 2 Stunden. Hä? Hat der Löffquist auch so viel? Rückstand. Ja. Ja, im Prinzip, wir können sie eigentlich echt fahren lassen, ne? Ich meine, wer soll uns da gefährlich werden? 1 Stunde 15 ist, glaube ich, sogar schon das Beste.
Eine Stunde drei. Eine Stunde null. Oh, jetzt aber. 39 Minuten der Larson. Okay, Larson, wir dürfen halt nicht über 39 Minuten kommen. Aber jetzt sieht's so aus, als wenn die ein bisschen Tempoarbeit machen, ne? Ja, Rabobank übernimmt das Tempo. Warum? Ist gute Frage. Vielleicht haben sie Angst, dass Igor Anton. Wahaha. Bin überfordert. Stopp. Vielleicht haben sie Angst, dass Igor Anton einkackt oder so und keine Chance mehr hat. I don't know, I don't know. Noval, trinken holen. Bist heute trinken hole. Ist jetzt halt nicht mein Problem. Okay, gut. Das Hauptfeld lässt die hinter sich gelassen. Ich verstehe diese Verpflegungspunkte im Spiel nicht, da du dir eh immer unendlich Trinken holen kannst und die Verpflegungspunkte ja eigentlich null bringen. Zumindest kommt es mir so vor. Naja. Wie sieht's denn mit Niki aus da vorne? Also Tagesform ist immer noch nicht besser geworden. Aber es wird sich auch nicht mehr ändern. Aber jetzt geben sie doch mal wen Gas. 20 Minuten. Nee, das sieht keiner ein, so wirklich Führungsarbeit zu leisten. Gut, dann heißt es jetzt halt für uns, wir geben jetzt bisschen das Tempo an. Maika. 75. Soll ein bisschen Führungsarbeit machen. Ach, und wer könnten da noch mit machen? Hernandez. Kommt 75, nicht 76, 75, so. Wupp. Gut, macht ihr das da vorne? 18 Minuten, 19 Minuten, ne? 19 Minuten. Jetzt geht's halt den Berg hoch. Und da ist klar, da wird der Vorsprung höchstwahrscheinlich immer kleiner werden. Aber ja, mal sehen. Oh, da vorne tut sich was. Hoffen wir mal zu der Gruppe. Schön gemütlich. Pimienta. Albasini. Und, okay. Wer ist denn hier der stärkste Bergfahrer? Schau mal, 69, 66, 71, 71. 72, 70 sind wir. Ups, bin ich wegen Arschweig gesprungen. 69, 72. 68, 69, 69, 69. Was hat der? Hat 63 und der hat 64. Also wir sind nicht schlecht. Kann man so sagen. Noch 900. Und die sprinten da drum. Deswegen sind die da irgendwie. Nee. Die haben alle paar Punkte. 11 Punkte, 3 Punkte, 1 Punkt. Niki, was ist los? Okay, passt. Gut. Gut. Dann weiter. Hoffen, dass der Sörensen das da vorne macht. Wie sieht's mit Maika aus und so? Wir sind jetzt hier im Berg drinnen. Das, ich wollte nämlich gerade eigentlich trinken holen. Es wird nix im Berg. Runter wird's. Wie war das? Abfahrer bräuchten wir da 66, einen guten. Pires kann dann trinken holen, falls wir den Berg noch hochkommen. Falls, natürlich nur. Jetzt hat. Jetzt wird's Zeit, dass wir was zu trinken bekommen, nämlich. Maika. Das mit der Führungsarbeit, was du da machst, das klappt auch nicht so, glaube ich, wie wir das uns vorstellen. Greifen hier schon wieder drei Stück an. Ach, das ist immer wegen der Bergwertung, nur.
So, und jetzt kommt das Finale gleich. Entschuldigung, dass ich zurzeit immer ein wenig ruhiger bin während den Aufnahmen. Aber ich möchte euch auch mal irgendwas vom Spiel zeigen. Und nicht nur immer labern über alles. Sörensen braucht auf jeden Fall jetzt mal was zu trinken. So, kannst du hier mal versorgen. Die sind jetzt gleich oben. Ja, jetzt haben sie die. Pires ist tot. Wo ist Pires? Hier. Okay, Pires, du hast die Arbeit für heute getan. Glaube ich. Ja, nee, der kommt wieder zu Kräften, ne? Das ist gut. Okay, 17 Minuten, das ist passt. Das ist passt. Maika, nimm mal deinen Riegel bitte. Selbe gilt für den Pires. Okay, dann. Aha. Mal zurück. Da habe ich was gesehen. Da geht's schon wieder los. Hissing, Fangarden zu Beldia. Arroyo Pinot. Beldia eben. Fangarden und Kreuziger. Boss und Hagen. Kommt, Riblo kommt, Siu zu kommen. Ist es so steil hier, das Stück? Nee, eigentlich gar nicht. Wo ist der Martin? Martin, hier. Okay, jetzt machen sie wirklich mal Führungsarbeit. Okay. Jetzt geht's aber hier vorne langsam los. Warum ist es hier angeklickt? So. 17 Kilometer. Noch. Da müssen wir uns dann doch was einfallen lassen, weil hier vorne wird der Tagessieg gemacht. Es könnte jetzt einfach sein, wir fahren jetzt einfach mal unser Tempo und ziehen damit das Feld so auseinander, dass Paar nicht mehr abreißen können. Dass sie abreißen lassen müssen, meine ich. Wir müssen immer das da unten im Auge behalten, weil nicht, dass da plötzlich was los ist. Es geht Larsson, die drei gehen wieder. Ob ich da mitgehen sollte? Ja. Die greifen an wie die Verrückten. Okay. Aber, ey, die sind doch verrückt. Van der Wiel, gehen wir mit. Van der Wiel. Wie auch immer. Okay. Sieht gut aus, wie die das hier machen. Die fahren sich gegenseitig doch total kaputt. Ne, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Oh. Der kommt gut weg davon. Wie viel haben wir noch? 12 Kilometer. Schwer zu sagen. Wir schauen, machen noch mal einen Blick nach hinten, ne? Warum Contador? Wo bist du? Wo fährst du rum? Ach da, da geht's ja noch. Ist ja vor allem noch alle dabei, das ist gut. Ich könnte mal was testen. Und zwar, wir sind jetzt 20 Kilometer vorm Ziel. Und jetzt halt mal in Navarro vorschicken, sozusagen als Andockstation für einen Contador später. Okay, fahr mal. Da vorne fährt jetzt nur der Larsson. Nee. Backlands, was weiß ich, wie der heißt. Niki, was ist denn los? Bleib doch da, wo ich dir sag. Das sind jetzt noch 10 Kilometer. Wir haben nicht mehr allzu viel Energie.
8 Kilometer. Ha. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Okay. Ich soll vorfahren. Gassieren, wie sieht's jetzt bei dir aus so? Du hast aus Peloton 1 Minute 50 Vorsprung. Dann kommt Vogt. Hier ist es ziemlich flach an der Stelle, wo wir uns gerade befinden. Es geht noch nicht wirklich in den Berg rein. Ups, was mache ich denn? Also ihr merkt, so längere Etappen, die schwereren werden auch länger von der Zeit, die ich dazu benötige, um sie zu fahren. Niki, er kommt nicht einfach nur durch seinen Energieeinsatz weg. Und wir befinden uns jetzt hier gerade steiles Stück. Okay, er kommt nicht wirklich gut raus. Oh, was da hinten? Oh Mann. Ach nee, vorne, das war vorne, ich hab schon gedacht. Hier Angriff von Kruschwick und Van Gardenen, wieder mal. Moinard geht hier auch verdächtig, wirklich verdächtig aus dem Sattel. Nee, ach, geht er auch nicht. Okay, dann passt es schon noch. Jetzt die letzten 4 Kilometer. Dann nehm jetzt deinen Riegel. Und guck mal, ob du da irgendwie rankommst. Oder ob die uns gleich wieder einholen. Weil dann haben wir total verkackt. Ja, wir haben verkackt. Miese Sache. Nee, fahr. Er braucht noch ein bisschen Energie. Es geht jetzt da hinten die ganze Zeit los. Navarro. Okay, sind bei 11 Kilometer. Dahinter geht's ordentlich zur Sache. Contador, fahr mal ein bisschen vor, bitte. Noval, trinken holen bitte. Maika, trinken holen. Und Hernandez, bitte trinken holen. Ich brauche noch was. Warte, ach, ich bin voll verwirrt. Wer greift hier an? Zubeldia, Kobus, Jutsu und Vinokurov. Ne, Kreuziger. Okay, er sollte sich auch mal hier was zu trinken holen. Und Sörensen, jetzt hat da vorne, jetzt spielt die Musik. Aha, das ist ein komplettes Ding noch. Ja, okay, wir können nicht mithalten, scheiße. Wir sind fertig, wir haben zu früh angegriffen, das war scheiße. Wir hätten mit dem Gassier vorfahren müssen. Wer gewinnt, der Backeland gewinnt, auf jeden Fall. Ja, schade. Ist schade, gut, wir konnten mal nicht mithalten. Dafür gucken wir mal, ob wir das mal hier noch was halbwegs Vernünftiges anstellen. Noch 9 Kilometer. Navarro sieht mir fit aus. Noch 6, 7 Kilometer. Oh, Martin. Contador. Folgen. Ja, folgt dem bitte. Navarro. Folg ihm bitte auch. Contador, kriegst du was zu trinken jetzt halt mal endlich? Mann, wo sind denn die Trinkenholer? Da ist keiner mehr dabei. Contador wird dann nämlich schlapp langsam. Kacke, ich habe gerade richtig Bullshit schon wieder gebaut. Da vorne. Fuck. Contador. Kacke, jetzt ist Contador voll eingebaut. Hier ist so ein flaches Stück wieder. Oder?
Das ist allgemein viel zu flach für einen Contador. Jetzt fahr vorbei. Und jetzt greif mal an. Genau, so. Okay, da können wir nicht mithalten mit Pinot und Anton. Okay, mit Pinot schon, mit Anton nicht. Na, ah, Mist. Okay, Garcia hat aber einen guten, ich denke, macht einen guten Job eigentlich. So, Paulinho. Ey, den Paulinho müssen wir, glaube ich, doch noch wegen öfter einsetzen. Der ist eigentlich saustark. Haedo ist vor denen alle. Das kann ja irgendwo auch nicht sein, oder? Naja. Ja gut, die haben Führungsarbeit geleistet. Und dann durch das Trinken und sind sie wahrscheinlich wegen abgeschlagen. Aber ich habe den Berg wegen überschätzt, sagen wir jetzt halt mal. Ich habe gedacht, der wird viel härter. Was er dann im Endeffekt ja nicht wurde, der war ja eigentlich kicki. Also war er nicht wirklich spektakulär. Da ging er mit. Der war gleich am Anfang, ist der mit rausgegangen. Hätten wir vielleicht doch machen sollen. Wir sind nicht mal unter die Top 10 gekommen. Gut, in der Gesamtwertung hat sich dann auf jeden Fall nichts getan. Ja, 14 Minuten 18. Ah, nee, oder? Anton. War Anton letztes Mal auch schon Zweiter? Oder war der Martin noch Zweiter? Ach, ich weiß nicht. Ja, Punkte, Bergwertung, klar, nichts getan. Nachwuchsfahrt auch nix. Hör, wo ist die Punktewertung? Ja, und Sky ist das Beste. Wir haben 6 Minuten Rückstand auf Sky Team. Heftig. Na gut, die haben ein besseres Team. Wir haben eigentlich durch Contador einen sehr extrem guten Einzelfahrer. Einfach nur. Er Sörensen wurde 13. und wir wurden dann 18. mit dem Contador. Ja gut, dann war's das jetzt auch aber schon wieder für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy, bis die Tage, ciao.